Heute ist wieder wohl der Tag der Tage, Mini-Events, der Mini-Events, das Mini-Event schlechthin für alle Farmerinnen und Farmer unter euch, die sehr gerne leveln, alles auf EP setzen, denn heute ist wieder der Happy Tree Day, wo wir eben wieder auf die ganze Baumernte auf unser Bäumchen fünffache Erfahrungspunkte bekommen. Und das ist dann gewöhnlich auch viel, also da kann man ja jede Menge EP mitmachen. Gleichzeitig ist auch wieder Susis Turbodünger Sparaktion gestartet. Könntet ihr auch wieder zuschlagen. Wenn ihr euch fragt, was das Ganze überhaupt ist, dann empfehle ich euch mein Erklärvideo dazu, habe ich mal gedreht, ist wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, heute um 10 Uhr gestartet, geht dann noch bis morgen, den 16. April um 11 Uhr. Also bestenfalls kann man zweimal ernten. Denke schon, also besser geht's wohl nicht. Ja. Jetzt hätte man natürlich die verschiedensten Möglichkeiten eben ganz kurz. Also ich mache zwar auch mit, aber eben auch nicht mehr so. Also EP bin ich ja nicht mehr, lege ich nicht mehr so viel Wert. Früher war das auch einer meiner absoluten Lieblings-Mini-Events. Jetzt nicht mehr, dennoch mache ich mit, habe ich gesagt. Ja, ist so denn auch nett. Ich aktiviere vorhin allerdings noch eine kleine Sache. Haustiere habe ich ja keine. Brauche ich ja nicht. So. Wo haben wir jetzt das? Jetzt haben wir es über Blättel vor lauter Reden. Einerseits, oder was heißt einerseits, jedenfalls aktiviere ich eine süße Rosenmarmelade. Ich könnte wahrscheinlich auch mehr aktivieren, tue ich aber nicht. So viel ist mir auch nicht wert. Bringt mir immerhin 20% mehr. So, aktivieren wir mal. Gebe aus auch noch andere. Ich glaube, Ostermarmelade hätte 30% die Wirkung. Schauen wir mal, ob der Preis dann wahrscheinlich auch ein bisschen angestiegen ist. Süße Rosenmarmelade, ja, 83.000. Und Ostermarmelade würde was bringen? Ja, 30%. Also ein bisschen mehr. Natürlich, wie gesagt, gibt es mit Haustiere mehr und dann noch mit Susi Superdünger draufschmeißen, gibt es auch noch mehr und alles drumherum. Habe ich nicht, ich mach mal das und ja. Ganz kurz, wie viel werde ich wohl circa machen? Derzeit habe ich 2,3 Millionen. Derzeit viel mehr aufs nächste Level aufsteigen werde ich zwar nicht. Ernsthaft habe ich, also okay. Schauen wir mal, aber 572, das läuft alles gut. Ernten wir also hier ab. Kleinen Sprung hat es gemacht. Ja. Waldlichtung gibt es ja nochmal plus 5% mehr EP. Wie gesagt, habe ich sonst nichts draufgehauen. Also denke mal, da machen einige richtig, richtig viel EP. Und das ist auch immerhin was vorangegangen. Jetzt rechne ich das mal aus, aber da brauche ich gar nicht so grob rechnen, wenn ich da schon drauf gucke. Vorher stand 2,3, jetzt steht 2,0. Circa 300.000. Ich rechne es mal genau aus. So, also jetzt habe ich mein Taschenrechner gezückt. Hoffentlich nicht verrechnet. Um genau zu sein, waren es 324.689 Erfahrungspunkte, die ich euch auf der Farm gemacht habe. Aber Farm ist nicht das Einzige. Wir widmen uns auch noch Bahamarama. Dazu entferne ich dann mal. Ne, Blödsinn. Auch hier kann ich entfernen. Gibt hier einen zweiten Stück Platz. Aktiviere ich auch noch dazu. Irgendwo müsste es sein. Ja, hier. Gelee des Inselhäuptlings bringt, glaube ich, nochmal plus 30% EP auf die ganzen Bahama-Sachen, glaube ich, allerdings nur. So, kurzer Blick. Was haben wir derzeit hier? Ich habe ja nicht so die hochwertigen Bäume. Kosten ja recht viel. Ist mir nicht mehr wert. 512.545 fehlen mir aufs nächste Level. Wir gehen zum Mähdrescher, klicken auf Ernten und hoffen, dass sich was getan hat. Ja, nicht recht viel. Ich zück den Taschenrechner und rechne es wieder aus. Und da bin ich auch schon wieder. Also hat mein Ka Taschenrechner jetzt hier keinen Schaden und ist nicht kaputt. Da müssen es 42.939 EP gewesen sein, die ich jetzt hier auch auf Bahamarama gemacht habe. Ja, das war eben mein Happy Tree Day. Also ganz kurz zusammengefasst, jedenfalls auf der Farm habe ich über 300.000, 324.000 EP gemacht. Auf der normalen Farm und auf Bahamarama 42.000. Ja, also nicht Unmengen. Denke mal, da gibt es einige unter euch, die auch mehr haben als ich. Jedenfalls wollte ich euch mal zeigen, aha, so viel hat der Mega Game Freak gemacht. Jetzt bin ich auf eure Ergebnisse gespannt. Wie viel ihr denn gemacht habt. Habt ihr mehr, habt ihr weniger, wie auch immer, seid ihr möglicherweise dadurch auch ein Level aufgestiegen. Kann ja auch gut sein. Ja oder nein, also ich würde mich über Kommissär gerne freuen. Ich würde mich freuen. Und dann heißt jetzt eben wieder ein paar Monate warten auf den nächsten Happy Tree Day. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß.
Vielleicht auch bei der zweiten Baumernte, ob es bei mir ausgeht. Wohl eher nicht. Also, ich glaube, da ist ja der Hybrid dann vorher schon aus. Kennt sich einfach nicht aus. Ist nicht so schlimm aus meiner Sicht. Aber vielleicht geht sich bei euch aus und dann viel Spaß noch.